Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2 und somit auch gleichzeitig der letzte für diese Aufnahmesession hier bei mir. Und ja, wir brauchen das Teil da drüben, eine Rune. Rune. Die Frage ist nur, wie bekomme ich die? Da ist nämlich nirgendwo eine Möglichkeit rauszukommen. Ich bin da oben aber bei einem Fenster rein, aber so beim kaputten, ne? Ah, da! Ich sehe es. Da. Husch! Und wieder raus. Passt. Genau das wollte ich haben. So. Jetzt ist da noch eine Rune Üffin. Was haben wir da? Kann man das kaputt machen? Nein. Eine Rune ist offen. Die Frage ist nur, wo? Da drüben, Aha. Da komme ich nicht hoch, ne? Nö. Mit dem besten Wissen und Gewissen komme ich da nicht hoch, denke ich mal. No. Gut. Das heißt, es muss irgendwie hier einen Weg reingeben. Die Frage ist nur, wie. Oder es muss außen rundherum sein. Das könnte es natürlich auch. Das könnte natürlich auch sein, dass es außen rundherum ist. Aber ich sehe gerade Schiene und so. Vielleicht müssen wir jetzt schon mit der Bahn fahren, damit das klappt. Oder wir müssen in ein Haus. Das da zum Beispiel. Jo, gespeichert ist es eigentlich eh. Das heißt, theoretisch müsste ich da runter können. Passt. Sehr gut, sanft gelandet. Ich füge den jetzt einfach mal, ne? Wie bin ich da? Wow. Okay, ist der jetzt weg? Der dreht zumindest mal um. Kann man hier rein? Ich hoffe doch. Da zumindest nicht, nein. Ich hätte immer volle Schritte, ne? Ich muss mal speichern. So. Spiel speichern, ja. Und zwar, das hier ist der... Genau, der vorige, der wird jetzt zum 5er Speicherplatz. Passt, zum originalen 5er. So. Boah, ey, ne? Okay, der geht wieder weg. Wenn wir Glück haben, kann ich hier runter. Ohne, dass mich jemand sieht. Okay. Das lief nicht so schlecht. Da hinten sind Sandler. Aha. Und mit ein bisschen Glück kommen wir jetzt dorthin, wo wir hin möchten. Aha. Warte. Schwarzhändler. Yippie. Das auch noch. Supi. Ich habe aus Versehen den Schwarzmarkttypen gefunden. Das ist aber fein. Vielleicht verkauft er... Ja, natürlich verkauft er. Natürlich verkauft er das. So, dann können wir wieder Geld ausgeben, oder? Mal die Waffe wegstecken. Wir wollen dem ja keine Angst machen. Willkommen. Hallo, Sie scheinen Chef. Einen ausgewählten Geschmack zu haben. Immer. Ich hatte mal ein Café unten am Hafen. Aber der Geruch von Fischblut war dort stärker als der von Morgenkaffee. Ich musste verkaufen. Ja, das ist natürlich ein blöder Standort. Ich kenne Sie nicht. So, meine Gute. Ich bin neu in Karnaka. Ich brauche ein Kabelwerkzeug für eine Lichtwand, das die Garde benutzt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ich kann Ihnen helfen, aber nicht jetzt. Und gehen Sie lieber. Ich bekomme oft Besuche von Paolo. Den möchten Sie nicht kennenlernen. Kommen Sie später wieder. Verstanden. Sie sollten gehen. Wir machen ein andermal Geschäfte. Wie gesagt, Paolo ist unterwegs. Mhm. Und wer ist das? Genau. Verstecken Sie sich. Ja. Mach mal. Und jetzt, hä? Warten. Dann warten wir halt, ne? Man hört irgendwas, ne? Es sind mehrere. Ich brauche 8 neue Messer, kurze Klingen, das gute Zeug, Morley-Stahl. Warte, können wir den jetzt erwürgen? Ist das sinnvoll? Ich weiß. Oder hat er seine Schergen jetzt mit dabei? Letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gartenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Ein Rabatt hey, von 10%? 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Das ist versteckt sich der Job jetzt? Das lief nicht sauber und ich bereue's. Du kriegst die Messer, versprochen. Gut, gut. Eigenartige Zeiten. Aufseher im Staubbezirk, eine Hexenkaiserin und mechanische Soldaten, die Adelige beschützen. Alles schlecht fürs Geschäft. Wenn ich mich durchsetze, ist Kanaka in einem Jahr ganz anders. Ich hab keine Ahnung, ob man die jetzt questmäßig hätte man die jetzt optional Schwarzhändler. Wieso ist das jetzt abgebrochen? Ich komme da manchmal nicht mit. Ehrlich nicht. Okay, das wären sehr viele gewesen. So, jetzt müsste es gehen. Hallo, ich biete absolute Diskretion. Erhältlich. Verstärkter Bolzen. Brandbolzen. Stechender Bolzen. Hi, ich hätte gerne... Manchmal wünschte ich, der Großerfinder wäre mein Kunde. Soll aber ziemlich anspruchsvoll sein. Was haben wir denn da? Ich schlafe meistens im Laden. Die Stadt ist nicht sicher. Wollen wir gleich jetzt 8 von 10 haben? Ich will das da haben. Okay. Zurück. Dann ich habe Pläne zum Verbessern ihrer Ausrüstung. Na, die Pläne will ich eigentlich gar nicht. Ich will das Zeug da unten haben. Nichts gesehen, was Sie kaufen möchten? Ja, schon eigentlich, aber du willst mir das nicht verkaufen. Wieso will die mir das nicht verkaufen, die blöde Kuh? Ah, weil ich das andrücken muss. Andrücken. Kabelwerkzeug. Deaktiviert Lichtwände und Alarme. Verwirrt mechanische Soldaten. Passt in Standard-Sicherheitsschalttafel. Das kaufen wir auf jeden Fall. Sie werden es nicht bereuen. Natürlich auch die Rune. Selbstverständlich. Es war mir eine Freude. Schlüssel zum Aufschließen des Kartenhäuschens. Jemand hat einem betrunkenen Wachmann, die Lage im Land der die Station bewachen sollte, den Schlüssel leider zum Kartenhäuschen abgenommen.
Schließe damit das Häuschen auf, um die Einnahmen zu stehlen, wenn du die Garde umgehen kannst. Jo, gern. Nehmen wir auch mit, oder? Haben wir das Geld noch? Ein jo, gutes Geschäft. Da haben wir voll. Was haben wir da noch? Pistolenkugeln, Betäubungsbolzen, Springmine, Nakromine, Granaten. Ich habe da 0 von 4, ne? 3 von 3 habe ich da, Nakromin. Ich sollte hier vielleicht mal eine kaufen. Alle? Und vielleicht hier? Da haben wir welche, da haben wir voll. Da vielleicht noch eine. Ich benutze die nicht, ich habe noch nie benutzt, aber... Naja. Wobei... Ich kaufe da gleich alle. Scheiß da gut drauf. Entschuldigung. So, dann können wir uns noch die Bauplänchen anschauen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Ja, das werden wir uns jetzt gerade anschauen wollen. War alles viel besser. Inferno-Bolzen, entzündlicher Bolzen mit größerem Radius, setzt mehrere Gegner in Brand. Narko-Bolzen versetzt Gegner sofort in Schlaf. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Das nehmen wir mal. Ja. Das nehmen wir mal. Stechende Bolzen auf dem Schwarzmarkt können nun stechende Bolzen kaufen, während die Gegner fliehen lassen. Auf dem Schwarzmarkt können nun Bolzen kaufen, während die Gegner in Brand setzen. Nehmen wir es halt mit. Wir haben eh genug Kohle. Nehmen wir es mit. Sollen wir alles kaufen? Alles ist zu viel, oder? Was hätten wir da? Nachladegeschwindigkeit, schnelleres Nachladen für die Armbrust, ne? Oder für die Buffen? Na, für die Armbrust. Was haben wir da? Betäubungsbolzen. Ein Bolzen, der einen Gegner nach kurzer Zeit schlafen lässt. Das haben wir schon, ne? Ja, alles, was so dunkelblau ist, können wir schon. Okay. Entzündlicher Bolzen, bla bla. Größere Schäden verursachen. Hier raus. Auf dem Schwarzmarkt können nun Bolzen gekauft werden, die Gegner in Brand setzen. Ja, dass man was kaufen kann, nehmen wir das noch mit. Entzündlich. Und dann Armbrust fliegen schneller nach... Armbrust fliegt schneller, genau. Die Bolzen fliegen schneller. Werden erhöht. Nehmen wir das noch und dann ist aber jetzt gut. So, sonst haben wir Pleite. Bleiben Sie in den Schatten. Ich bedanke das mich. Das ist mein Rat. Ja, das habe ich auch vor. Gnädigste. Das haben wir vor. So. Leere Flasche. Ich hätte ihn jetzt gern umgehauen, ehrlich gesagt. Aber so wie es aussieht, liebe Mami, was sagst du? Mach. Geh. Los. Da drüben ist noch einer irgendwo. Und ich. Da. Was würde ich daran geben, noch einmal deine Hand zu halten? Och, Mami. Jo, ich hab dich auch lieb. So. Wäh. Okay. Okay. Dieses Artefakt ist irgendwo da hinten drüben. Okay, warte mal. Ich bleib mal kurz hier. Ich speichere das Ganze wieder. Das wäre sicher nicht verkehrt. Das lief eigentlich ganz gut. Bitte. Gespeichert. Gut, weiter geht's. So, wir müssen irgendwie darüber. Warte mal. Da kann man rein. Oder? Ja. Klappt. Viele, viele Ratten. Okay, sonst ist da gar nichts. Huch, werden die umgehauen. Beziehungsweise, wie kommen wir da jetzt wieder auf die andere Seite rüber? Weil da drüben, da oben, droben ist unser Knochenartefakt. Gut. Das heißt, wir haben einen weiten Weg vor uns. Ihnen scheint es ziemlich gut zu gehen. Haben Sie eine Münze übrig? Vielen Dank dafür. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. In letzter Zeit haben mir immer wieder Leute nach Walöl gesucht. Die hatten was vor. Mhm.
Alles klar, ich danke dir. Ich danke dir. Passen Sie auf. Was denn? Die Garde mag Fremde überhaupt nicht. Da hast du vollkommen recht, mein Bester. Kann ich hier... Ja, so geht's. Gut, dann waren wir schon mal hier. Trotzdem ist das ein bisschen zu hoch, dass wir hier weiter können. Ich habe gedacht, es geht vielleicht. Aber, schau mal. Da haben wir ja was. Okay. Ich könnte jetzt die Tinktur saufen, ne? So. Und die nehmen wir mit. Ja, leichter Beutel. Und ein paar Münzis. Hat sich immerhin schon ein bisschen rentiert. Trotzdem will ich gern darauf. An diesen Gittern kann ich mich nicht festhalten, oder? Das wäre schon ein bisschen komisch, ne? Nö, das ist ja auch voll spitze. Voller Spitze, da geht da gar nichts da. Nee, nee. Nee, nee. Dann werden wir wohl einen anderen Weg finden müssen. Weil hier drinnen kommt man ja auch nicht weiter, ne? Da geht nirgendwo ein Weg weiter. Irgendwie das oben Loch oder was wäre. Oder ein Fenster, das man reinkrabbeln könnte. Nö, da ist gar nichts. Hier wäre noch eine komische Tür. Aha. Danke nochmal. Jo, keine Ursache. Gern. Haben wir gern gemacht. Wir danken ebenfalls für die Info. So, vielleicht kommen wir hier irgendwie weiter. Blutfliegen. Wusch. Ja, kaputto. Blutsteinchen. Nix Blutstein. Nix Blutstein. Schade. Ein Bild vielleicht, das mehr als 1000 Worte sagt. Auch nicht. Haben wir da was? Ja. Ja, wusch, kabusch. Gabut. Das ist schön, gabut. So, da noch was? Aber ich komme dem Ziel irgendwie ein bisschen näher, ne? Rein zufällig aber nur. Warte. Aber da oben wird man immer noch nicht hinkommen, ne? Nö. Vielleicht aber doch. Wenn man hier um die Ecke schaut, vielleicht geht es irgendwie rauf. Was haben wir da? Eine Pistole und Pistolenkügelchen, was wir nicht brauchen. Verdorrtes irgendwas, Entschuldigung, habe ich jetzt zu spät gelesen. Ich war einfach nur jetzt beim Einsammeln. Ja. Ihr Viecher. Badesalz, das sehe ich schon von der Weite. Husch. Ja, der Kerl, den hat es beim Scheißen erwischt, definitiv. Was? Entschuldigung. Getrocknete Blutfliege. Ah, jo, die nehmen wir gerne mit. Aber. So. Da ist vielleicht noch eine. Na, die ist nur kaputt. Okay. Ah. Okay, das ist. Leider geht's da nicht weiter. Was ich jetzt gerade sehr traurig finde. Ich hatte es wirklich gehofft, dass man hier irgendwie raufkäme. Warte, jetzt muss ich... Nö, da ist nur Fensterchen. Ne? So, warte mal ganz kurz. Das ist wieder speicherungswürdig. Das hier ist wieder so groß, ne? Jo. Und weitermachen. Ich hatte gehofft nämlich... Wenn ich schnell genug bin... Okay, ich darf ihn nicht. Ich war nur ein Versuch. Ich dachte, wenn ich schnell genug bin, dass ich das Ganze nochmal einsetzen darf, ne?
Und dass ich dann quasi so mit so einer Art Doppel, ich ziehe mich ran, Geschichte rüber kann, aber das funktioniert nicht, weil man das sich wahrscheinlich nicht festhalten darf. Blöd. Das heißt, anderer Weg. Da unten geht es halt überhaupt nicht weiter. Gut, das heißt, vielleicht... Boah. Vielleicht dann übers Treppenhaus. So. Warte mal kurz. Haben wir, wie viele Runden haben wir denn? 3. Und Knochenfragmente müsste jetzt auch einer übrig sein, ne? Manchmal verbraucht überall kein Mana. Klettergeschwindigkeit leicht erhöht. Ich werde dann mal tauschen. Du regenerierst unter Wasser Mana. Das ist cool. Das ist natürlich cool. Das nehmen wir. Das nehme ich mal unbedingt, weil vielleicht kriegen wir mal Glück und wir kriegen hier irgendwo Wasser. Das wäre ganz... Also wir kriegen Wasser, genau. Nicht zum Trinken, wobei das echt eine feine Geschichte wäre. Hackel. Und das wird dann auch bald zu einem Hackel werden. Jawohl. Was wollte ich sagen? Kurz, vielleicht... Ja, Punkt. Verstehst? Vergessen, was ich sagen wollte. So, runter, runter. Das ist so dunkel und finster. Ich hoffe, ich übersehe nicht allzu viel. Ah, jetzt sind wir da. Rattis. Mhm. Haben wir hier irgendwas Gescheites? Schaut dem nicht so aus. Hier ist auch nichts drin. Sie umschubsen. Jupp, kann man. So. Glas, Whisky, Teller. Sauhaufen ohne Ende, aber ansonsten irgendwie nichts von Wert, ne? Da, ein Erz gefunden. Tivianisches Erz mal 2. Das ist schön. Ein bisschen Geld für uns. Vielleicht auch irgendwas zum Lesen. Ich bin schon wieder ungeschickt, ne? Mit dem Lesen und so. Hui. Weil ich so selten auf den Boden schaue, ob da nicht irgendwo eine Notiz liegt. Böse Zocki. Waren wir das gerade? Alter! Das kannst du nicht machen, du scheiß Kübel! Alter, ich bin voll erschrocken, aber da kommt jetzt jemand reingestürmt. Ja. Die hübsche Eule wieder. Ach je, Alter. Na, jetzt habe ich mich gerade voll erschrocken. Ich habe echt gedacht, jetzt kommt eine Wache reingestürmt. Wow, ja. Nix da, keine Wache. Ganz ruhig, Zocki. Alles ist gut. Alles ist gut. Ja, ja. Alles gut. So. Mit ein bisschen Glück. Beeindruckend, wie sie das geschafft haben. Vorsicht! Die Leute mit den Öltanks könnten noch da sein. Ach, das war eher er geht. Schlüssel, Wohngebäude. Okay, dann würde ich sagen, wieder speicherungswürdig. Dann sind wir hier quasi irgendwie richtig. Denke ich mal. Du wolltest Wahlöl.
Ich hab's dir gebracht. War gar nicht mal so einfach. Nein, du hast's vermasselt. Das läuft nicht ohne weiteren Takt. Nicht genug Wumms. Du musst mir dabei vertrauen. In Ordnung, in Ordnung. Ich kenne mich nicht aus mit Sprengstoff. Habe ich nie behauptet. Ich such dann später noch nach mehr. Gut, sowas muss langsam laufen. Man braucht eine ruhige Hand. Wir können auch nicht ewig herumhängen. Irgendwann sieht uns ein Wichser und die Heuler bekommen Wind davon. Aber alles klar. Noch ein Tank. Okay. Was haben wir da? Missionshinweis. Bröckelnde Wand zum Schwarzmarkt. Einbrecher planen, eine bröckelnde Wand zum Laden des Schwarzhändlers einzureißen. Sie haben aber nicht genug Walöl für die Explosion. Gut, das sollen wir verhindern, oder was? Jetzt irgendwie hier? Na, irgendwas stinkt nicht hier. Gesagt? Und diesmal ich bin ich nicht. Das ist nicht gesund, so schwarzes Zeug zu husten. Läuft besser gleich zu einem... Na toll. Warte, das ist wieder... Ich glaube, das werden wir da speichern, glaube ich. Das verhaue ich jetzt schon, das weiß ich. So ein Chlorophyll-Dingens wäre nicht schlecht, aber ne? Will er auf mich hören? Wartet mal kurz, meine Damen. So. Wie kriege ich das jetzt hin? Wissen, das ist auch mal. Ja, wissen. So, Karte, Dingens, lesen, fertig. So, ich habe immer noch keine Ahnung. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, wie ich jetzt diese Betäubungsbolzen da hinkriege. Ich dachte immer, dass... Oh, meine Augen brennen. Ja, auf W gewesen. Da habe ich mich mal gründlich getäuscht. Die hat einen Knall. Die hat einen Knall. Och, Menno. Okay. Laden. Das muss ich mir jetzt dann wieder anschauen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja. Das muss ich mir dann anschauen. Okay. Fortsetzen. So, mal mit Domino. Was verbinden die zwei? Jo. Und? Jetzt müssten beide betäubt sein. Ja, das klappt prima. Hurra, hurra, hurra. Supi. Ja, schnach nur. Die schlafen immer so lustig. Ah, schön. Gut. Was mache ich jetzt mit dem Zeug? Kaputt machen? Ich würde sagen, mal speichern. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Zeug jetzt machen soll. Soll ich das zerstören? Ich zerstöre es einfach mal, oder? Oh, nicht so. Ich sollte schon wegstehen. Das wäre besser. Ist es jetzt kaputt gegangen? Warte, Entschuldigung. Das war wieder unbedacht von mir. Natürlich, das explodiert ja. Weiter wegschmeißen wahrscheinlich. So. Fortsetzen. Die zwei Damen müssten pennen, ne? Vielleicht mit dem Bolzen. So, und jetzt? Haben wir das eigentlich erledigt? Haben wir hier noch was drin? Oder hätten wir mit dem alten Mann vielleicht reden sollen? Vielleicht mit der Schwarzhändlerin? Ich habe keine Ahnung. Oh, die hat was. Danke. Hast du auch irgendwas für mich? Wo ist sie denn? Ist die jetzt tot?
Oh, nochmal. Die Explosion war doch etwas zu groß. Ich will die nicht umbringen. Ich muss die woanders hintragen. Am besten um die Ecke oder rein zu der anderen. Das könnte ich machen und dann werden wir das kaputt tun. Oder wir tragen das Zeug rauf zu dem Kerl. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, also gnädigste. Ah, die hat was. Brief von Betty. Sarah Dunwall geht vor die Hunde. Seit dem Staatsstreich ist alles anders. Niemand ist mehr sicher und Arbeit gibt's auch keine. Komm gefälligst zurück und hol deine Kinder ab. Hättest sie nicht so lange bei mir lassen dürfen. Hast mir nicht gesagt, wie krank und ungezogen sie sind. Du bist meine Schwester, du hast was gut bei mir, aber im nächsten Monat gehe ich, hab keine andere Wahl. Bin ich ihre Mutter und sie wollen nicht auf mich hören. Ich kann's mir nicht leisten, sie noch weiter durchzufüttern. Mir bleibt nichts für Bier oder die Rente übrig. Und von dir kommt kein roter Heller. Such's dein Glück in Karnaka. Pah, schönes Glück. Aber es reicht jetzt. Patty. Patty. Patty? Patty? Irgendwie? Ja? Na? Hm? So, das müsste reichen. Tür wieder zu. Und Explosion. Achso, warte. Speichern vorher. So. Für den Fall, dass es verkehrt ist. Genau richtig. Jo. Und jetzt. Na? Das, können wir das brauchen? Schlüssel des Wohngeländes, Gebäudes. Aha. Wir sind voll. Okay. So. Danke nochmal. So, gnädiger. Gerade haben alle das große Zittern. Hier könnte alles zusammenweichen. Hätte ich jetzt das Tor vielleicht umhauen können? Nö, oder? So einfach wird es, denke ich mal, nicht gehen. Was? Wer hat mich jetzt gehört oder gesehen? Hör auf mit diesen Späßen. So, wir müssen darüber. Ich denke mal, da drüben wird es gehen. Auf jeden Fall... Oh, der Part ist auch zu Ende. Oh, oh. Okay. Dann würde ich sagen, wir belassen das heute. So. Jo, war eh nicht so schlecht. Und ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!